Guten ich Morgen. Bin nicht speckig. Hä? Was sagt, ich bin speckig? Was? Im Gesicht. Wann habe ich das denn gesagt? Du hast gesagt, ich bin speckig im Gesicht. Quatsch. Guten Morgen zu Tag 2 der Rallye, Tag 3 des Vlogs. Wir laufen jetzt gerade zu unserem Käfer. Danke. Wir laufen jetzt gerade zu unserem kleinen Käfer, der hier übernachtet hat am Hotel. Wir sind jetzt im Ibero Hotel und werden dann den zweiten Tag der Rallye starten. Wir haben allerdings noch zwei Fragen, die ich klären wollte. Wir haben gestern noch bis 12:30 das Roadbook studiert. Heute Morgen sind wir um 6 Uhr aufgestanden, damit wir weitermachen können. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das hat jetzt nicht... Also Vorbereitung ist schon sehr, sehr gut, glaube ich. Auch das, was wir gemacht haben. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das ist, was jetzt den Durchbruch bringt. Wir haben gestern schon ein paar Wertungsprüfungen gesehen. Wir sind auf eine ganz, ganz stolz, die WP4. Das ist, nee, 4, 3, ich weiß es nicht. Das ist dieser Kreisel gewesen, wo wir verschieden schnell halt immer ein Viertel, eine Hälfte, noch ein Viertel vom Kreis durchfahren mussten und dann auf eine Etappe von über 2 Kilometern, glaube ich. Und da mussten wir dann halt, haben wir vorhin uns ein bisschen ausgerechnet und ein bisschen geguckt, wie das überhaupt funktionieren soll. Und da haben wir tatsächlich von 180 Teilnehmern Platz 7 belegt. Da waren wir richtig stolz. Aber wir haben dafür dann auch bei einer anderen WP Platz 108 belegt und sowas, Platz 86 oder sowas. Also es ist bei uns durchweg gemischt. Close-up mit Hand vorm Gesicht, weil die Sonne so scheint. Wir haben jetzt gerade mal unseren, wie soll ich sagen, Gesamtwertung gesehen. Sagt man das? Tageswertung. Und wir sind von 180 Teilnehmern Platz 114. Ja, das ist jetzt nicht so gut, ne? Aber in unserer Klasse sind wir Platz, ich glaube, 35, 36. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ja, aber dafür, dass wir das erste Mal machen und mit Sanduhr direkt. Und mir wurde auch gesagt, wenn man ein Team ist, was sich schon lange kennt, das heißt, wenn man auch befreundet ist und sich gegenseitig zu gut kennt, sozusagen, dann hat man auch extreme Nachteile, weil man sich einfach zu viel zu persönlich nimmt und voll reinsteigert. Und ja, davon kann ich ein Lied singen nach gestern. Hallo und herzlich willkommen bei Autofurie macht den Test, Ultramarelli, ja oder nein? Es gibt verschiedene Reaktionen auf verschiedene Dinge, die man hier tun muss. Oldtimer, ja! Yeah. Geheim-WP. Gemischte Gefühle. Wenn man ein Dreckrace ohne einen Gegner macht. Noch immer ein Dreckrace gegen den Doppeldecker. Wenn ein Flugzeug dabei über einen wegfliegt, sodass man Angst hat, es fällt auf einen drauf und einem Benzin ins Auto schleudert. Da, es fährt schon wieder. Ich versuche es euch zu zeigen. Seht ihr das? Man sieht es, glaube ich, nicht. So ganz klein da, so ein... Da sieht man so ein bisschen. Sehr schön ist übrigens, ich habe natürlich in der WP, wo wir am meisten Angst hatten, in so einem Kreisel, die Zeit falsch gestoppt und anstatt die 2 Sekunden, die ich zu spät gedrückt habe, einfach mal liegen zu lassen, was man tun sollte, wie ich jetzt selber für mich beschlossen habe, habe ich immer versucht, beim Vorlesen der Zeit, wo wir sind, weil wir 4 Messungen hatten, das mitzuberechnen. Also die 2 mir schon mitzuberechnen, während ich vorlese. Und das war, glaube ich, nicht so schlau. Und dadurch bin ich einfach nur durcheinander gekommen, habe natürlich genau auch dann aufgehört vorzuzählen,
als eine Messung kam. Und dementsprechend. Da kommt er. Und schon stehen wir vorm Zielbogen. Heute war gut. Heute war gut? Heute war gut. Tada! Und unser hart erkämpfter Geheimkontrollenstempel, Durchfahrtskontrollenstempel, den nur wegen den Einwohnern ganz viele andere auch gekriegt haben. Die haben voll geholfen. Ja, ist ja egal. Wir haben ihn so gekriegt, wir haben es so. Ja, ich war voll stolz. Perfekte Navigation. Ich habe es schon im Rotbuch gesehen, da muss ein Geheimstempel sein. Ich habe ihm noch gesagt, ich dachte, da kommt jetzt gleich einer. Ich glaube, hier kommt einer, wie ich mal so wirklich ganz genau. Ja, und dann zack, boom. Unter mir, beziehungsweise vom Balkon meines Zimmers aus, sieht man schon das Fest oder die Party, auf die wir jetzt gleich gehen werden. Die Autostadt hat alle Teilnehmer eingeladen, hier einen netten Abend sich zu machen. Und, seid mir nicht böse, genau das werde ich tun, und zwar ohne Kamera. Seid mir nicht böse. Bis später. Hallo und herzlich willkommen zum Rallye-Tag 3, also Vlog-Tag. Ich bin gespannt, wie dieses Video überhaupt wird, denn ich kann echt immer nur so Bits and Pieces ganz kurz immer rausschneiden und ganz kurz immer schauen, wenn ich die Zeit habe, überhaupt irgendwas zu filmen. Vor den Prüfungen drücke ich auch manchmal einfach bei der GoPro auf Aufnehmen und irgendwie mehr kann ich nicht garantieren. Also mal gucken, ob das Video euch überhaupt gefällt. Mir gefällt auf jeden Fall das Event selbst richtig gut. Die Leute sind auch alle total lieb, auch von der Autostadt und den kleinen Käfer, da habe ich mich richtig rein verliebt. Das ist richtig schlimm. Das ist er nicht. Das ist die Konkurrenz. Die gucken wir nicht an. Da ist der Käfer. Und ich bin sehr gespannt, wie die Etappe heute wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich habe mir das im Rotbuch mal so ein bisschen angeguckt. Ein, zwei Abfahrten habe ich... Sie sind nicht im Bild. Alles gut. Einfach aus dem Grund, dass die Bilder dazu so ein bisschen verwirrend waren, wenn ich das so sagen kann. Ja, und ansonsten die WPs bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, es werden ein, zwei knifflige so Überraschungs-WPs dabei sein, die ein bisschen was in sich haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eventuell halt eine super geheime WP in einer WP drin ist. Das habe ich auch schon so rausgeguckt. Und ich glaube, gleich kommt direkt eine Durchfahrtskontrolle, die geheim ist. Kann ich mir aber total einbilden. Also ich habe, glaube ich, 5 oder 4 Möglichkeiten gefunden, wo eine sein könnte. 5 oder 4. Der Tag war lang gestern. Guck mal, was machst du denn da? Ich mach den Trecker, das ist da unten hinten, weil er ist magnetisch. So, alles zu, alles fertig. Jo, let's go. Jo, let's go. Also, mein schönes Schreibdeal. Are you excited? Yes, last day. Jetzt nochmal 10, 20 Plätze gut machen, ne? Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt auf 1 gehen, ne? Überall. Ja. Dann sind wir immerhin noch in den Top 60. Ja, aber muss ja dazu sagen, also wir haben die Zeit angeguckt gestern, wir waren glaube ich nur im, was war das? In einer WP Mittel, waren wir nicht Mittel, so gut. Nee, wir waren im Mittelfeld, aber von den Zeiten her waren wir top.
so, was waren das, ein 200stel und sowas alles, ja, drüber? Minimal, aber das Problem war, dass alle halt so gut waren. Shit. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht möchte, dass die Anwohner die Geheim-WPs zahlen. Ja, dann wären wir wahrscheinlich weiter vorne. Ja. Warum? Weil die Larissa das sieht. Sehr, sehr krass. Aus unserem Autostart-Team ist der, die Startnummer, ich weiß es gar nicht, 67, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Einzelplätze hinter uns sind. Auf Platz 2 in der Gesamtwertung, obwohl die sind. Und das sind richtig krass. Respekt. Aber die machen das auch schon seit Jahren zusammen und die fahren jede Rallye, die sie mitkriegen können, fahren die mit. Also, ne, die sind halt ein super eingespieltes Team seit Jahren. Und vor allem ich, wir machen das halt zum ersten Mal. Und ich bin halt noch vor jeder WP mega nervös und die so, ja, ist halt eine Roll-WP, ne? Ist langweilig. So ist das. Übung macht den Meister. Zusammenstellung aus Rot und innen Blau, roter Samt. Da muss man schon sagen, da hat man doch vielleicht das eine oder andere Teilchen zu viel geraucht in Wolfsburg. Da könnt ihr dann 84 herzlich willkommen, die Corvette Stingray, der Stachelrochen. America's True Sports Car, das einzige und einzig wahre Sportauto aus dem Vereinigten Staaten. Stingray heißt Stachelrochen und der Stachelrochen sticht, denn mit um die 430 PS haben wir hier ein der potentesten Fahrzeuge. Sie wünschen hier ins K aus Mittwoch mit einmal zu uns gekommen mit der Startnummer 28 herzlich. Ja. Perfekt gelaufen, ohne Probleme. Und ich habe auch schon zu anderen gesagt, das Auto hat heute für mich einen besseren Fahrcharakter als Autos dieser Preisklasse heute. Wuhu! We did it! There he is! Wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, um wie viel Uhr. Ich nehme an, irgendwas um 20 nach 4. 4? 20 nach 4? Und Angekommen! Das hat voll Spaß gemacht und ich bin jetzt voll happy. Es waren ja doch 800 Kilometer, das ist schon ein ganzes Stück. Und mit Pause und so, man macht sich so um kurz nach 9 auf den Weg, also zumindest unsere Startnummer. Jetzt haben wir circa irgendwas mit 4:30. Das heißt, wir sitzen schon lange im Auto und das war heute die kürzeste Etappe. Das heißt, einmal 125 Kilometer, einmal 110, so um den Dreh. Und das Ganze aber nur immer über kleine Wege etc., auch durch Felder, immer mit WPs und Geheim-WPs und Durchfahrtskontrollen dazu. Also, es war viel, aber es hat mega Spaß gemacht. Das ganze Autostadt-Team war auch super nett. Ich freue mich auch voll, dass wir das machen konnten. Und
Ich bin einfach nur happy und ich bin jetzt Käfer-Fan.